Willkommen zurück zu Pokémon Schild, aber bevor wir mit der Rüstungsinsel weitermachen, habe ich ein bisschen was geplant. Und zwar habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich mein Team ein bisschen ändern möchte für dieses DLC-Let's Play, könnte man sagen. Und ihr seht schon, ich habe Pony doch jetzt endlich mal reingetan. Das auf Level 37, ich glaube, das entwickelt sich auf Level 40 oder so. By the way, mir fällt gerade auf, das Item... Ups, nein, das wollte ich nicht. Das Item von Gift Bro brauchen wir... Ich weiß jetzt nämlich, wie man es entwickelt und das Item, den Galanus-Zweig, den brauchen wir, in den Beutel stecken. So. Für später. Ich habe Knapfel, mich dazu entschieden, als Drachen-Pokémon Knapfel in dem Team zu tun, aber nicht nur ganz normales Knapfel. Nein, wir wollen es entwickeln. In Pokémon Schild kann man es nur mit einem süßen Apfel entwickeln, zu Schlapfel. Das macht man, indem man hier diese Event-Trigger, also so kriegt man einen süßen Apfel. Das war hier hinten irgendwo der Typ, der wollte das haben. Das machen wir kurz und dann zeigen wir dem Meister Maastricht, glaube ich, hieß er, dass wir die FFFs besiegt haben. Du hast einen Knapfel für mich? Ja. Du bereichst dein Knapfel. Wow, ein echtes Knapfel. Tausend Dank. Jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Ich muss den Schritt einfach wagen. Für die, die es nicht mehr checken, der wollte seiner Freundin, glaube ich, irgendwie einen Knapfel oder so schenken. Oder zeigen. Was auch immer. Irgendwas mit Liebe hat da zu tun. Schluss mit der Zauderei. Ich werde ihr meine Gefühle gestehen. Hi, tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Warum wolltest du denn plötzlich mit mir reden? Und ja, sorry, dass es gerade ein bisschen dunkel ist. Ich nehme das gerade in der Nacht auf, nachdem die erste Folge vom DLC draußen ist. Also nicht wundern. Hi. Wie läuft's so mit dem Päckchen? Mit den Paketen? Ach, damit bin ich mehr oder weniger durch, würde ich sagen. Oder packen? Was auch immer. Der Umzug ist schließlich schon morgen. Du weißt ja... Ja... Ach stimmt, die zieht ja um. Ich habe schon ein bisschen was vergessen. Dieses Quest sollte man auch schon ganz am Anfang des Spiels machen. Tut mir leid, dass ich sie nicht gemacht habe. Aber zumindest hole ich sie nach. Falls es noch andere gab, dann könnt ihr es mir gerne sagen, sonst vergesse ich sie. Hey, guck mal hier, dieses Pokémon. Oh, ein Knapfel. Sag bloß, du hast das selbst gefangen. Nicht wirklich. Ich hab's geschenkt bekommen. Tut mir leid. Eigentlich hatte ich ganz fest vor, dir ein selbstgefangenes Zapfel zu schenken. Weißt du was? Vergiss es. Komm, ich nehme es wieder mit. Ja, ich fürchte, ich kann dieses Knapfel nicht annehmen. Ja, klar. Schon klar. Egal, wie weit ich wegziehe und egal, wie lange es dauert, bis wir uns wiedersehen. Ich werde immer auf ein selbstgefangenes Knapfel von dir warten. Was? Und jetzt muss ich schnell weg. Bis denn... Hast du das gerade gehört? Bedeutet das, was ich glaube, dass es bedeutet? Glückwunsch. Danke. Was? Aber das heißt ja, dass sie... Echt jetzt? Echt und im Ernst jetzt? Ich flipp aus. Juhu! Entschuldige den Ausraster, aber ich hätte im Leben noch nie sowas erwartet. Okay, ich gebe dir jetzt von Mr. Nightpummel zurück. Hier. Und hier hast du noch was dafür, dass du mir den entscheidenden Anschluss gegeben hast. Einen süßen Apfel. Dieser sonderbare Apfel löst bei einem bestimmten Pokémon, das sich Knapfel nennt, die Entwicklung aus. Er schmeckt ja süß. So, jetzt mache ich mich auf und fange mit mir mit eigenen Händen ein Knapfel. Und irgendwann werde ich es dir schenken. Ich schaff das. Ab auf die Jagd. Danke und nochmal. Danke nochmal und bis die Tage. Yo. Das Knapfel habe ich, by the way, auf Route 5 gefangen. Und wie ihr auf meinem Kleid sehen könnt, habe ich das eine... Shirt oder Jacke, die Jacke, ausgezogen. So, und jetzt werden wir unser Knapfel entwickeln und ins Team nehmen. Item. Warte, das müssen wir anders machen. Aus dem Beutel aus. So müsste es klappen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo es ist. Hier, oder? Ich habe, by the way, Zeraora besiegt. Habe ich sehr viele TMs bekommen, hier die drei. Lol, Pony kann das erlernen. Ja, wollte ich nur sagen, dass mein, dass ich, Zeraora besiegt habe. War nicht einfach, muss ich sagen. Und ich habe Rüstungserz. Ein seltenes Gestein, das auf der Rüstungsinsel zu finden ist. Gibt es einem Sammler auf der Insel, passiert was Gutes. Ach, stimmt, das war ja was. Die Dinger sind sehr gut. Die Dinger sollen sehr gut sein. Und wenn mehr als 1 Million Leute Zeraora besiegt haben, jede 100.000 Male kriegt jeder Spieler ein Rüstungserz. Aber nur bis zu 2 Millionen, danach macht die gar nichts mehr. Aber finde ich cool.
So, und süßer aber Apfel wird jetzt Knapfe gegeben. Und weiß nicht, warum das Typ Drache ist. Es ist wirklich Typ Drache, auch wenn es sich noch nicht entwickelt hat. Also jetzt. Aber jetzt entwickelt es sich zu Knapfel digitiert zu Schlapfel. Ja, in mit einem sauren Apfel, glaube ich, ist das ein Schwert. Da wird das zu Drapfel, einem Drachenvieh. So ein kleines Drachenfledermausvieh. Sein Körper wird vom süßen Nektar bedeckt und die Schale auf seinem Rücken ist besonders süß. Früher war diese ein Leckerbissen für Kinder. Oh oh. Niemand beißt an meinen Knapfel. Schlapfel jetzt. Schutzschild, ja, brauche ich nicht. Kopfnuss, okay. Ich weiß, es ist noch ein Low Level. Aber wir werden noch, werden es noch entwickeln. Genauso wie unser Gift Bro es sich bald entwickeln wird. Und Pony auch. Ich glaube, ich packe sogar Pony auf erster Stelle. Aber erstmal will ich kurz heilen, weil mein Gift Bro down ist. Und das ist echt nicht nice. Falls ihr euch fragt, warum ich Intellon und Pokusan noch drin habe. Also Kursi wird noch rauskommen. Ist bald. Aber die beiden habe ich noch drin. Und das hat einen bestimmten Grund, den ich euch dann, wenn es soweit ist, zeigen werde. So, auf zur Insel. Wir wollen. Was? Echt nicht? Mal hier hin. Ach so! Jetzt weiß ich warum, weil ich hier drin bin. Alles klar. Wir werden Maastricht Bericht erstatten. So gesehen geht's jetzt weiter. Let's go. Alles klar. Hier sind wir. Was machen die denn hier? Hallo, ich bin ein Watthändler. Wie kann ich dir helfen? Hm. Okay. Wunschbrocken sind ganz gut. Ja, brauche ich jetzt nicht. Hallo, wie wäre es mit ein paar frisch gepflückten Beeren? Oh, nein, danke. Aber die sind gut für, oh, was sehe ich? Meine Äuglein denn da? Dicta! Da haben wir eins gefunden. Cool. Hallo, ich habe die feinsten Zutaten im Angebot. Was darf's denn sein? Würstchen, Dosenbrot, Gemüse, Mix. Oh Gott. Das habe ich nicht gesagt. Feine Knochen. Ah ja, interessant. Machen wir weiter. Ah, Maike, willkommen zurück. Hast du meine gesamte Dojo-Bekleidung etwa auf eigene Faust zurückerobert? Hier, bitteschön. Du gibst Saverio sein Dojo-Set zurück. Ich bin dir sehr verbunden. Gut gemacht, Maike. Du hast die erste Prüfung mit Bravour gemeistert. Ich glaube, du bist seit Delion die erste Schülerin, die alle drei fantastisch flinken Fleckmon im Allgemeingang bezwungen hat. Ihr habt die Fleckmon zwar auch eingeholt, konntet aber leider keines von ihnen besiegen. Ach, Schlamm drüber. Sagen wir einfach, die Prüfung gilt für jeden als bestanden, der ein Fleckmon eingeholt hat. Das ist allerdings eine Ausnahme, weil Maike hier so eine Glanzleistung hingelegt hat. So habt ihr alle die Möglichkeit aufzuholen. Wow, wie großzügig! Mando, ich habe trotzdem nicht verstanden. Auf ganzer Linie versagt. Ach ja, wo wir gerade beim Thema sind. India, was ist eigentlich mit den zwei Rackern? Oh, gut, dass du daran gedacht hast, Liebling. Shiki, Bidasam, kommt mal her. Wait, what? Shiki! Shiki und Bidasam hier wurden von uns allen großgezogen. Es sieht ganz danach aus, als hätte dein Können ihr Interesse geweckt. Als Belohnung für deine bestandene Prüfung darfst du dir eines von ihnen aussuchen. Wir haben die zwei übrigens auf eine ganz besondere Weise trainiert. Deshalb können sie eine Gigadynamaximierung durchführen, sobald sie die letzte Stufe ihrer Entwicklung erreicht haben. Hier haben wir nun die Wahl zwischen Bidasam und Shiki. Wen nehmen wir? Ist ja eigentlich eindeutig, wen wir nehmen. Bidasam! Du entscheidest dich also für Bidasam, den Experten im Umgang mit Pflanzenattacken? Yes! Bidasam!
Der kommt sogar ins Team, Leute. Oh yeah. Bisasam. Yo. Ich habe gerade keinen Spitznamen und es ist mir gerade ein bisschen zu spät, um nachzudenken. Mal gucken, ob ich den Spitznamen später nochmal ändern werde. Aber gerade fällt mir keiner ein. In mein Team kommt er. Und dafür kommt Cosi, wie gesagt, raus. Ja. Das kleine Bisasam scheint sich sehr darüber zu freuen, dass du es ausgewählt hast. Und vergiss nicht, dass diese beiden Racker in ihrer letzten Entwicklungsstufe eine Giga-Dynamaximierung durchführen können. Also trainier dein neues Teammitglied fleißig. Das Dynamax-Phänomen, das große Mysterium, das die Pokémon von Galar umgibt. Es beeinflusst nicht nur die Größe der Pokémon, sondern verändert auch die Attacken, die sie einsetzen können. Dann gibt es da noch die Giga-Dynamaximierung, eine besondere Form der Dynamaximierung. Apropos Giga-Dynamaximierung, dazu hegen wir hier im Master-Dojo ein kleines Geheimnis. Ich rede von unserer Dynasuppe. Ein Löffel davon kann gigantisches Potenzial entfesseln, wortwörtlich. Und davon habe ich geredet, Leute, mit Inteleon und mit Kotomi. Nicht Kotomi, mit Bokusan. Können wir endlich, ohne dass sie ein Raid-Pokémon sind, können sie endlich Giga deine Maximierungsform haben. Also zumindest Pokusan und ein paar anderen Ausnahmen. Inteleon ist jetzt hier neu. Oh, so eine schöne Dünersuppe, randvoll mit Dünerpilzen. Das wäre doch jetzt was Feines. Und somit kommen wir auch schon zur zweiten Prüfung. Einer Pilzsuche. Aber ihr sollt nicht irgendwelche Pilze suchen, sondern drei stolze deiner Pilze. Denn die fungieren als Schlüssel zur Giga-Dynamaximierung. Wie alle so, wow, what? Machen. Dünnerpilze könnt ihr an ihrer roten Färbung und ihrem Wirbelmuster erkennen. Sie wachsen vorwiegend an dunklen, feuchten Orten. Alle Klarheiten beseitigt? Dann kann die Prüfung ja losgehen. Jawohl, ja! Am Chigi brauchst du dich nicht zu sorgen. Ich werde mich weiterhin gut um es kümmern. Gemeinsam werden wir so stark, dass wir uns vor dir und Bisasam nicht verstecken müssen. Wenn das Pokémon neue Attacken erlernen soll, kann ich gerne aushelfen. Oh, das wäre wirklich wundervoll. Wenn du deinem hilfsbereiten Mitschüler hier Rüstungserz gibst, bringt er dir ein Pokémon im Gegenzug neue Attacken bei. Sei nicht schüchtern und lass dir von ihm helfen. Oh, ganze 5? Krass, danke. Süße Shigi. Alles klar. Du hast so schwere Schicksal, dass ich weiterhin nicht von deinem Talent überzeugt bin. Ich werde die Dünner bitte schneller finden als du. Der Sieg ist mir gewiss. Wenn das so ist. Ich bin Attackenass. Unter den strengen Anweisungen des Meisters habe ich mich Tag und Nacht dem Studium der Pokémon-Attacken hingegeben. Mit viel Zeit und Geduld ist es mir gelungen, diverse Pokémon-Attacken zu entwickeln. Gegen ein kleines Zeichen des Respekts könnte ich mich dazu bereit erklären, sie auch deinen Pokémon beizubringen. Soll ich einem deiner Pokémon im Tausch gegen 5 Brocken Rüstungszeit eine Attacke beibringen? Klar. Welche Attacke soll ich einem deiner Pokémon beibringen? Was hast du denn? Feldimpuls, Neidflammen, Rollwände, Hochspannung, Grasrutsche, Dreifachachsel, Coaching, Korrosionsgas, Brandsand, Doppelflügel, Flächenmacht, Krabbelkracher, Meteorstrahl, Poltergeist, Schuppenschuss, Frustventil, Eisenwalze und Nebelexplosion. Joa, was soll ich dazu sagen? Das sind alles so Attacken, die gucken wir uns, denke ich, mal später irgendwann an. Machen wir auf jeden Fall erstmal jetzt weiter mit dem Game. Moment, Katzi? Warte kurz, Michael. Okay, was gibt's denn, Maastricht? Ich, Dummbatz, hab ganz vergessen, dass du dich auf der Rüstungsinsel noch gar nicht auskennst. Da weißt du sicher nicht so recht, wo du mit der Suche beginnen sollst. Komm, ich zeig dir bei einem kleinen Spaziergang mal die Gegend. Klar, gerne. Was ein schöner Tag zum Flanieren.
Also normalerweise wachsen hier im Fokusforst Unmengen an Dünnerpilzen. Aber vor kurzem ist hier eine riesige Gruppe von gierigen Schlaraffel durchgefegt und hat alles leer gefressen. Im Aufwärmtunnel könnten aber noch Dünnerpilze stehen. Du findest ihn außerhalb des Forstes auf der Fleißebene. Man verläuft sich leicht in diesem Wirrwarr aus Bäumen, also pass gut auf dich auf. Dann mal viel Spaß bei deiner Pilzsuche. Tschö mit Ö. Jo, bye, Gomme. So. Bevor ich das mache, möchte ich ganz kurz nochmal zurück zu diesem einen Baum, den ich letzte Folge nicht schütteln wollte. Der müsste sich hier befinden, ja, Athleter. Ich möchte ihn kurz schütteln. Zack, noch mehr. Ich suche nämlich nach was Bestimmtes. Kommt irgendwie nicht. Das, was ich will. Alter, wie viel? Was? Wie viel Glück habe ich? Lol, 10 Mal hatte ich auch noch nie. Als ob man hier Knappel fangen kann. Nein! Ist Level 60, oder? Epic Fail. Dann leveln wir es halt da selber. Okay. Seltsam. Irgendwie gäbe es eigentlich in der Nähe von diesen Bäumen Galanüsse. Aber irgendwie gibt es hier gerade keine. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und irgendwie spawnen auch gar keine Pokémon, hab ich das Gefühl. Und da ist zum Beispiel Felino gespawnt. Guck mal, das ist shiny, Leute. Nein, das ist nicht. Sieht nur so aus, weil es gerade Nacht ist. In der nächsten Folge wird es nicht Nacht. Das kann ich auch schon mal sprechen. Ich wollte nur jetzt so spontan ein bisschen aufnehmen, weil sich gerade das alles so gut angeboten hat. Und Moment mal, was sehen wir denn da für einen schönen Turm? Da wollen wir doch gerne mal hin, Leute, oder? Das kommt auf jeden Fall noch. Aber jetzt erstmal rein in den Wald. Fokus Forst. Da ist die Weiterführung von dem Tanpignon. Cool. Was gibt's hier noch so? Da ist ein Typ. Du willst nicht kämpfen, ne? Du wird alle nicht kämpfen, hoffe ich mal. Hallo, man nennt mich Mrs. Buddle. Vielleicht hast du schon meinen Partner Mr. Buddle getroffen. Meine Lieblingsschaufel ist sozusagen mein treuer Buddle-Kumpel. Ohne sie gehe ich gar nicht mehr aus dem Haus, denn Buddeln ist meine große Leidenschaft. Sich durch den Boden zu buddeln, ohne zu wissen, was einen erwartet, der reinste Nervenkitzel. Um unsere Begegnungen auch begührend zu würdigen, habe ich nicht übel Lust, dir einen Brocken Rüstungserz zu schenken. Aber warte kurz, bevor du mit diesem Schatz sofort wegrennst. Natürlich kannst du das Erz einfach nehmen und verschwinden. Oder du investierst es und lässt mich dafür nach weiterem Erz buddeln. Falls beim Boden allerdings meine Lieblingsschaufel kaputt geht, muss ich die gesamte Ausbeute für mich behalten. Schließlich brauche ich dann eine neue Schaufel. Zuerst müsste ich deinen Spielstand speichern, aber wenn du auf der Suche nach Nervenkitzel bist, stehe ich dir zu Diensten. Was meinst du? Mach halt. Warum nicht? Buddeln birgt immer ein gewisses Risiko, aber oft sieht man im Leben nur dann das Licht am Ende des Tunnels, wenn man etwas riskiert. Dann ran an die Schaufel! Okay. Ich habe einen Brocken Rüstungserz ausgebuddelt. Wenn ich jetzt aufhöre, könnte ich dir 2 Brocken geben. Dann hör auf. Ha, du lässt lieber bleiben, hm? Ist vielleicht eine kluge Entscheidung. Na dann, hier ist das verschollene Rüstungserz. Bam, 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 bam. Alles klar, hier kann man das hier kann man ein bisschen pokern, um mehrere Rüstungserze zu bekommen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Buddelei, du Glückspilz. Alles klar. Warte, ist sie weg? Lol, sie ist einfach weg. Okay. Hier ist noch ein Baum. Ich habe mal ein bisschen Hoffnung, dass hier vielleicht ein Zweig kommt. Komm, ich brauche einen geiler Zweig. Bitte. Ich habe irgendwie echt Glück gerade, ne? Lol. Jetzt kommt Pokémon. Ja. Das regt mich gerade wirklich auf. Also wirklich richtig auf. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das aufregt, dass jetzt auf einmal ganz viele Knappwitz kommen.
Das sagt echt richtig. Das ist halt wirklich scheiße. Okay, der funktioniert anscheinend schon oder so. Ich verstehe es nicht ganz. Hallo. Du wirst nie und nimmer glauben, was für einem grandiosen Boom ich begegnet bin. Für 100 verzeih ich dir meine abgefahrene Entdeckung. Aber nur ausnahmsweise. Okay. Hier, dann schau dir mal das wahnsinnig tolle Pokémon an, das ich entdeckt habe. Toxipad. Wow. Sagenhaft, oder? Super, danke, dass du mich gescammt hast. Hallo, du. Hier scheint es keine Dönerpilze zu geben. Ich muss meinen Orientierungssinn noch weiter schärfen. Jo, mach das. Oh, Tangela. Wär schon was. Ein Riesenpilz, aber das ist natürlich nicht der Pilz, der gemeint ist. Leider. Oh, hier glitzert was. Ein Mini-Pilz, leider auch nicht der Pilz, der gemeint ist. Hier ist ein Item. Hypertrank. Puh, wow. Komm, bitte. Okay, vielleicht habe ich das mit den Bäumen verwechselt, aber eigentlich dachte ich, dass man an diesen Bäumen diese Äste bekommt. Aber anscheinend kriegt man die nur bei richtigen Bäumen und nicht diese Bärenbäume. Und das ist halt wirklich gerade sehr belastend, dass man hier einfach Knappe finden kann. Ja, aber ist dann jetzt halt so. Ich wechsle kurz mein Pokémon aus, du Knappe. Oder? Knappe? Ach komm, lass eigentlich. Schlappe ist es ja jetzt. Das Ding ist, ich hab's halt schon entwickelt, deshalb kann ich mich nicht mal ändern. Und das Item kriegt man nur einmal im Spiel, glaube ich. Deshalb ist das Ding ja auch so. So sagenhaft oder was auch immer. Hier gäbe es noch. Eine TM. Oh, lol, da ist die letzte Wege von Toxipad. Schlammwoge. Das wäre tatsächlich. Greift alle Pokémon im Umkreis mit einer Schlammwelle an. Diese werden eventuell auch vergiftet. Das wäre was für unser Phlegmon, unser Giftbro. Was sich bald entwickeln wird. Dafür sorge ich ja gerade. Deshalb suche ich ja nach diesen Ästen. Wenn ich genug davon habe, kann man es entwickeln. Sag ich es mal so. Diesen Affen werde ich auf jeden Fall noch fangen, weil den habe ich gar nicht. Ein Superball, alles klar. Dich ignorieren wir mal. Ja, guck mich einfach nur an. Okay, der Wald ist ein bisschen verwirrend. Das stimmt schon. Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehe oder lang muss. Auf jeden Fall ist hier noch ein Wunschbrunnen. Was auch immer. Hi. Ah, verflixt. Ihr geht's ja gar nicht zum Aufwärmtunnel. Was, echt nicht? Was? Ich dachte, ihr geht zum Aufwärmtunnel. Geht es hier nicht lang? Du wirst nie nimmer glauben. Oh, nö. Ich werde nie nimmer glauben. Ich glaube nicht. Lol. Oh, ein Krebotak. Das ist natürlich auch ein sehr tolles Pokémon. Aber nicht, dass wir versuchen. Pikachu? Okay, ja gut, es ist ein Wald. Aber habe ich jetzt nicht erwartet. Da! Da haben wir einen Zweig. Das heißt, wir haben schon zwei Zweige. Hier? Nein, leider nicht. Schade. Aber eine Aprikoko. Da ist ein Item. Wechselhülle. Alles klar. Da ist ein normaler Baum. Was bist du für ein Bummon? Ach, die Bunkel. Ach, komm. Ist not important right now. So. Hier ist ein Item. Na komm. Wundersaat. Wundersaat ist echt gut für Bisasam. Welchen Level ist eigentlich Bisasam? Level 5. Das wird sich ja nach einem Kampf direkt mal entwickeln. Und das Emolga. Emolga ist natürlich auch ziemlich cool. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ich wollte eigentlich zur Fleißebene. Das war aber der falsche Ausgang. Okay. Riesenpilz. Schade. Wo bin ich denn jetzt hier? Strand der Prüfung. Oh Gott, hier soll ich noch gar nicht hin. Abgang. Ich muss woanders lang. Vielleicht hier lang? Oh, da war ein Dickter. Flipp. Da.
Alles klar. Gott, im Wald dick das zu versuchen, das stelle ich mir echt kacke vor, du. Wo wollen wir lang? Ich weiß halt nicht, wo denn jetzt der richtige Weg ist. Anscheinend bin ich falsch. Hier war ich ja schon. Ich kam über die Brücke. Hier vielleicht lang? Nee, warte. Da meint ja der Typ, dass das hier die falsche Richtung sei. Vielleicht wollen wir hier lang? Ich habe echt die Orientierung verloren, muss ich zugeben. Ich weiß absolut nicht mehr, wo ich bin. Das ist jetzt ein bisschen Belastung. Der war das, ne? Ja, hier geht's gleich zum Aufwärmtunnel. Ach, kacke, Mann. Was ist denn das? Da gibt es das Item. Da gibt es das Item. Da gibt es das Item. Blattstein! Hey! Ey, das ist echt gut. Das freut mich, das Item. Das kann ich gut benutzen. Wo will ich lang? Haben wir mit dir schon geredet? Hier ist ein Item. Klettdorn. Okay. Digga, wo muss ich lang? Bro! Warte, warte. Ist es hier richtig? Balsamsumpf. Nach, von dir komme ich doch. Oh Gott, ich habe mich verlaufen. Nein. Leute, ich habe mich einfach verlaufen. Ach nö. Nee. Wie war ich doch gerade? Oh Gott, die Aufnahme. Das Einzige, was ich mache, ist mich verlaufen. Was ein tolles Video, Mike. Da werden bestimmt ganz viele Leute draufklicken, wenn du einfach nur ein bisschen umher radelst. Boah, das ist ja schon ziemlich sick, du. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal hier in diese Richtung. Da geht's nicht lang. Mit der habe ich geredet, ne? Alter. Jetzt mal nur ohne Witz. Wo geht's lang? Ich bin schon überall gewesen. Hier vielleicht? Doch, das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus hier. Fleißebene? Nein. Oh oh, hier sollen wir noch gar nicht lang, oder? Ach, warte, wir sind hier am Anfang. Nee, warte, sind wir am Anfang? Nee, sind wir nicht. Millentag, Tauras, okay. Sichler fliegt. Das habe ich auch noch nie gesehen, so. Wie hier jetzt gerade. Doch, wir sind hier richtig. Wir sollen hier hin. Auch wenn hier der Turm ist. Der eigentlich erst am Ende des DLCs was zu bedeuten hat. Was? Oh, lol. Oh, das ist ein Item. Dankeschön. Flasche Kumu-Milch. Lecker. Lecker schmecker Okangama. Oh yeah, verirrt sich nur ganz selten, mein Trainer. Ich heiße übrigens Mr. Buddel. Ah. Nee, nee, ich hab keine Lust. Hallo, Aufwärmtunnel. Da ist ein Tragosso. Oh, da ist ein Dicta. Sehr einfach zu sehen. Da? Zwei Diktas gibt's hier noch. Okay, ja, die sollten eigentlich easy zu finden sein. Kampfknochen, die sind gut für Tragossos. Was ist das denn für ein Pilz? Ist das etwa der sagenhafte Dünnerpilz? Wilde Dünnerpilze möchtest du einsammeln, ja? Nicht so schnell! Hm? Oh Gott. Da wachsen tatsächlich mehrere Dünnerpilze dicht an dicht, wie von mir vorhergesagt. Meine Psychokräfte haben mich der Existenz dieser Dünnerpilze zuerst gewahr werden lassen. Wie heißt es so schön? Wer es zuerst spürt, erspürt, mal zuerst. Du solltest sie also mir überlassen. Niemals! Mit Vernunft kommt man bei dir wohl nicht weit. Du bist mir fürwahr ein Dorn im Auge. Du tauchst aus heiterem Himmel auf, jung und selbstbewusst, als ob dir die Welt zu Füßen liegen würde. Du willst mir Steine in den Weg legen? Ha! Dann lass mich dir demonstrieren, wozu Psycho-Attacken alles fähig sind. Oh oh. Also haben wir noch einen Kampf gegen Saveri am Ende des Parts. Sein Fleckmon. Eigentlich wollte ich hier den Folge beenden. Nun denn, dann wollen wir doch mal sehen, wer hier die Oberhand hat.
Ja, du mit deinem coolen Hut. Sag mal leise, du. Sag mal leise. Kehrtwende und das Ding ist weg. Boots. Was? Das Leben noch? Du unverschämtes Früchtchen. Wag es ja nicht, diese Attacke neu einzusetzen. Kann ich nicht. Ich bin weg. Ciao. Du bist zu schwach. Dich kann ich nicht einsetzen. Bist ja alle eigentlich noch zu schwach. Ich kann euch alle nicht einsetzen. Kämpft bereits. Ja, ich kenne dich. Komm, packen wir Cremi rein. Ha, Konversion, okay. Aua, das macht irgendwie gar keinen Damage. Zauberschein, dein Ding ist kein. Haha. Bam. Jetzt müsste mein ganzes Team eigentlich Erfahrungspunkte bekommen, ne? Yes. Okay, Staffel Level 17. Bis zusammen Level 15. Wachstum erlernt. Egelsamen wird erlernen. Auf jeden Fall. Immer. So, zack. Und Rasier. Ja, muss. Ja, Rang geben ist ein schlechtes Rasierblatt. Deshalb, zack. Giftpuder können wir gerne auch nochmal machen. Sagst du, machen wir dafür weg. Zack. Schlafpuder. Ganz ehrlich. Klar, warum nicht? Madame, willst du noch was erlernen? Willst du mein Geld oder so? Kadabra. Kadabra ist Psycho. Ja, Kimi kann eigentlich drin bleiben als Fee, glaube ich, oder? Bitte sag mir es nicht, ich bin falsch, aber es müsste eigentlich drin bleiben können. Gegen Kadabra. Aber jetzt werdet ihr nach meiner Pfeife tanzen. Hier kommt meine eleganteste Psycho-Attacke. Psystrahl. Ja, gut, ne? Ja. Ach, ich hab das überlebt. Und wir überziehen ein bisschen. Aber ist ja nicht so schlimm. Und da ist es besiegt. Hast du noch einen Pokémon? Ja, hat er noch, glaube ich. So, Staffel Level 19. Bisam Level 20 wird sich jetzt entwickeln. Samenbombenwildste erlernen. Ja. Ja, können wir machen. Machen wir aber Sieblatt dafür weg. Zack, badam. Und ein Fleckneul, das müsste... Ich bin nicht stark, ich werde nicht verlieren. Unlicht, I think. Das müsste... Ach, keine Ahnung was, das ist auch egal. Flug Unlicht würde ich mal schätzen, aber ich habe keine Ahnung. Ist ja auch eigentlich komplett egal. Du bist jetzt down! Yes! Und Bisesamen wird sich schon weiterentwickeln. Ja, Staffel Level 20. Pony. Level 38 sehen wir gleich. Kugelsaat. Oh, das ist so schlimme Attacken. Schutzschild ist so kacke. Weg damit. Tadam. Und Level ab. Und Bisam Level 22. Bodycheck. Brrrr. Nee. Nö, will ich jetzt nicht. Du hast meinem Stolz wahrlich einen heftigen Psychostoß versetzt. Tja. Oh yeah, Leute. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Für dieses Bisa-Knosp. Schön in HD. Na gut. Das, was dieses Spiel halt macht. Nicht dieses krasse HD von Pokémon, New Pokémon Snap oder sowas. Welch ein Graus! Wieso will mir einfach kein Sieg gelingen? Woran hapert es denn bei mir? Vielleicht ein Skill? Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Pilzen. Ich halte derweil auch schon nach Exemplaren mit etwas mehr Eleganz. Saverio setzt Teleport ein! Und Leute, ich hoffe, ihr setzt Like ein und Abonnieren ein. Das ist nämlich die geilste Attacke. Da könnt ihr Smosh fragen. Beste, Moment mal. Beep, beep, beep. Hallo, Maike. Na, wie kommst du mit deinen Fragen? Ein Kinderspiel. Was?
Du hast schon 3 Dienerbriefe aufgespürt? Sag bloß. Die anderen Schüler habe ich bereits kontaktiert. Wie sieht's aus? Wie es aussieht, bist du wieder zuerst fertig. Ich muss schon sagen, viel besser könnte dein Einstieg ins Training eigentlich nicht laufen. Ich setze dann schon mal das Suppenwasser auf. Hab einen sicheren Rückweg. Bis gleich. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich sehe euch das nächste Mal wieder. Haut rein.